Ja, willkommen zurück zu Lego The Hobbit. Und wir steigen auch gleich ins Spiel. Einen kleinen Ladebildschirm. Wir sind schon hinter den Nibelbergen. Und schade, dass die Zwischensequenz nicht gezeigt. Da hatten wir unseren Meister verloren wiedergefunden. Stachelpanzer weg damit. Ich würde mal sagen, wir befinden uns wieder in einer frei bewegbaren Welt. In unserem Trupp. Die Gelegenheit werden wir auch nutzen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah, hinten auf der anderen Seite, okay. Das können wir jetzt hier abkürzen. Wir können also so quasi durch die Höhlen durchporten. Warum nicht? Wird dem Ochser nicht gefallen, aber es ist so. Da oben ist noch irgendwas. Aber da kommen wir nicht hin. Ne, da darf ich nicht runter. Hinten brauchen wir einen Minenzwerg. Das soll doch der hier können. Nee, der kann's nicht. Hat Bilbo gewesen nicht. Ja, was passendes bei auch nicht. Irgendwie kommt man es ab und ich habe bloß vergessen wie. Naja, wir müssen ein bisschen wenigstens sammeln. Lass uns hier mal ein paar Sachen kaufen. Wir müssen also irgendwelche Kristalle finden. Wie auch immer wir das anstellen sollen. Noch vorhin eine Schaufel. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also irgendwie können wir außerdem ein bisschen was kaputt machen, nicht viel machen.
Bum, bum, bum. Holz haben wir gekriegt. Ah, die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Wir müssen alle Pfeile in ihre Richtung stellen. Das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Hinten fehlt es noch einer. Da brauchen wir einen, der graben kann. Viel, die kann graben. Dann waltet er des Amtes. Grabe diesen letzten Pfeil aus. Mist. So. Und wie komme ich an diesen Pfeil dran? Da scheint was für ein Aufruf zu sein. Ach, da oben ist der Fall. Alex Nila. Und wie krieg ich noch was gedreht? Das ist mal keine schlechte Frage, wa? Aha. Aha! Was? Alles noch für so einen beschissenen Mithrilstein? Naja. Auch gut. Immerhin war es ein Rätsel. Wir haben es gelöst. Und dann mal raus hier. Ah, stopp, warte mal. Dann können wir auch das Gold da oben abbauen mit irgendeiner Pappnase. Lego-Ziele schießen, kann riesige Platten verwenden. Kann Lego-Rohstoffe abbauen, da haben wir ihn doch. So. Komm her. Mist.
es echt kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es in den Bergen kalt ist. Auf die Idee bist du ganz alleine gar nicht gekommen. Na gut, genug gespielt. Als sie durch den Wald wanderten, beschlich die Gemeinschaft das Gefühl nahenden Unheils. Sie waren nicht allein. War ihnen etwas aus dem Orkreich gefolgt? Oder lauerte hier eine andere, noch größere Gefahr? Wer weiß es? Die Wurst! Die muss mit! Azog's Händchen. Das ist auch so ein Running Gag, der uns folgt. Aus der Pfanne. Ins Feuer. Luft! Luft! Der ist gegen die Kamera gerannt. Mist, Minigit verpasst. Aber, naja. Ich muss jetzt mal wissen, was ich hier machen sollte. Ah, da vorne geht's weiter. So. Eine Hobbit-Aufgabe.
Wenn du den Flegel, wie zum Beispiel irgendjemand. Ist immer noch ein Minikit, da will ich dran. Und nun? Ah, hier oben geht's weiter. Schnauze, dämlicher Wolf. Dann eine Aufgabe für Gandalf. Ich glaube, da stehen sie gerade nicht zur Verfügung. Ich muss Bäume hochkommen. Ich weiß bloß noch nicht ganz wie. Da brauchen wir Radagast für. Ah, K. Kommen wir da oben auf den Baum. Ich glaube, ich stelle mich gerade wieder ein bisschen doof an. Mann. Oh Mann. So ein Scheißdreck schon in Minecraft hast du. Okay. Hat es echt in sich. So,
hier brauche ich jetzt einen Charakter, der das hier kann. Nein. Quatsch, das war der letzte. Schon wieder einer weg. Oh oh. Da hängen sie. Nö. Schon wieder ein Bosskampf. Ein winziger Flatterling, ein Glühwürmchen oder sowas. Eine weibliche Ork. Ich glaub sie nicht. Weibliche Orks. Selbst daran haben sie gedacht.
dieser Bosskampf hier nicht zu Ende sein. Okay. Bilbo-Cam. Wir haben wieder so eine Challenge. Das Händchen ist weg. So muss das sein. Und tschüss. Da hinten die Leine von den Zwergen. Ich würde sagen, wir haben es schon wieder geschafft. Ja. In einer Folge das ganze Level und dabei noch. Aber wir haben gewiss nicht alle Punkte gekriegt. Ja, wie immer. Jo, mit diesem Levelfortschritt würde ich da mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier bei LEGO The Hobbit. Tschüss.